der 300 Euro Golf. Er ist nicht perfekt. Das fliegt hier mal raus. Embleme sind ausgeblichen. Und wurde ja schon mal nachlackiert. Die Reifen, die wurden ja schon beim letzten TÜV vermängelt, dass sie so ein bisschen porös sind, aber sind immer noch drauf. Ja, ansonsten ein bisschen aufpoliert habe ich den schon. Die Leisten sind auch wieder schwarz. Ja, Felgen sind natürlich der Hammer. Ja, jetzt kommt das nächste Mängel. Man muss die Tür richtig irgendwie herumreißen. Vielleicht kennt ihr ja meine Abhilfe, dass sie überhaupt aufgeht. Ansonsten, innen drin, auf jeden Fall erstaunlich sauberer zum Vergleich vom Äußeren. Ja. 163 gelaufen. Leuchtweitenregulierung. Wow. Weiß nicht, ob die funktioniert. Fettes Radio. Aber nur Radio. Ja, ansonsten, da liegt noch irgendwie was. Das war hier. Oh yes. Betriebsanleitung. Na, wenigstens etwas. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal einlesen. Ja. Ja, Paris-Sims jetzt, mein Gott. Ansonsten geht ja noch. Auf der Beifahrertür ist ungefähr das gleiche. Ah, geht aber ein bisschen besser auf. Mal wieder zu. Im Kofferraum habe ich auch schon mal ein bisschen rumgefuscht. Ja. Die Hutablage, die ging ja komplett. Hier war so ein Knick und dann hängt hier das so runter. Ich habe jetzt einfach nur in dieses Winkeleisen, was da drin ist, einfach nur Banditen reingewämst. Das hat funktioniert. Ansonsten, da ist ein bisschen was. Ein bisschen Dreck. Das Emblem vom Kofferraum, der ist direkt abgefallen, als ich auf dem Hof geschoben habe, das Ding. Da ist auch Dreck, aber sonst, oh, so sieht die Originalfarbe aus, geil. Ja. Ja, man merkt schon, dass das Ding ziemlich lange im Alltag war. Da ist ein Bäuchchen, da ist ein Bäuchchen. Die Seite wurde auf jeden Fall schon mal nachlackiert. Mit Klarlack überzogen. Gut. Ja. Na, ansonsten an der Tür ist das gleiche, aber ist nicht schlimm. Ja. Der gute CL. So sieht er aus. Ich blende gleich noch mal ein paar Bilder rein, wie ich wieder aus, wo ich den geholt habe. Auf dem Video glänzt irgendwie deutlich mehr als in echt. Da täuscht ein bisschen. Ja, und Sandri habe ich auch schon gewechselt. Der läuft auch schon wieder. War schon eine kleine Runde mitgefahren. Ja, ist halt abenteuerlich mit der Automatik. Aber die bleibt auch drin.